Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadio Ballet. Wir machen weiter und zwar bereite ich mich mal darauf vor. Und zwar gibt es, was Fischen betrifft, gibt es tatsächlich noch ein paar Buffs, die ich mir holen kann, damit das Fangen von den Fischen einfacher ist. Und da werde ich mich gleich dran setzen. Lol. Okay. Ah, $300 Vampire wegen irgendwas. So, meine Frau und hat zwar mir eine Kaktusfrucht geschenkt. Cool. Und was ich halt für den Buff brauche, ist einmal. Ich renne jetzt hier wie doof hin und her. Wenn ich den Gedanken bin. Das, was ich dafür benötige, ist zum einen Milch und zum anderen brauche ich dafür einen Lobster. Ich werde mal gucken, wie ich die Lobster kriege, und zwar durch diese Trapping Pots. Da werde ich mich mal heute dran setzen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal keine Fische wegschmeißen. Nämlich, wenn ich diese Items habe, dann kann ich mir ein Gericht erstellen, was meine Fishing Skills erhöht. Und damit macht es halt das Angeln ein bisschen einfacher. Also, ich weiß, ich hab mich jetzt nicht mit trainieren können, wie hoch jetzt die Chance war, dass es regnet. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es in den 20 Tagen, in den 18 Tagen nochmal regnet. Aber ich möchte. Ich brauche allerdings die. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das mit der Large Milk funktioniert. Jetzt mal trotzdem mal versuchen. Linus, mein Buddy. What's going on? Doch irgendwo. Ich hatte schon vergessen, mit Mauro zu sprechen. Naja. Oh, das hab ich auch vergessen. Ja, Abigail. Oh. Ich bin ganz am Überlegen. Wie ich am besten jetzt diese Lobster kriege. Ach, guck mal. Easy. Das andere, was ich mich abfragen. Was ich mich frage, ist, warum die Tiere in der Coop nicht nach draußen gehen. Das finde ich auch so dermaßen weird. Weiß ich, ob die zu wenig Platz haben. Da unten waren doch die. Thank you.
Warte, ich muss mal gucken, wie. Was nochmal mit den Lobstern? Oh, Schatz. Oh, ist das nervig. Wood und Iron. Okay, ich bin gerade sichtlich genervt. Ich weiß nicht mehr, wo waren die Lobster jetzt? Wie kriegt man die? Wie kriegt man die Lobster? Uff, uff! Na los, ärger mich nicht. Internet, ärger mich nicht. So. Yay! Ich habe mein first painting bekommen. Was ist denn Saltwater Body? Ich glaube, aber ich gehe nochmal zurück und baue die woanders hin. Wieso darf ich ihn nicht verschieben? Weil ich da jetzt Futter angetan habe, darf ich ihn nicht verschieben, oder was? Maybe. Oh, ist das nervig. Gucken, ob ich noch Eisen hab. Natürlich sollten wir noch Eisen irgendwo haben. Nein, der Idiot ist weg. Auch ziemlich viele Eisen. War gar nicht mal so viel Wood. Seit wann sind so viele Leute Single? Ich glaube, die sind alle einfach nach unten sortiert. Ich glaube, an der Anzahl der Leute, die Single sind, hat sich nicht geändert, aber. Weil man mit den Single nur 8 Herzen haben kann, sind die halt alle an einen Ort ganz unten. Ah, das erklärt, warum ich nicht mehr Herzen bekomme. Mit
Das heißt, hier kann ich auch alle vergessen, die hier 8 Herzen haben. Warum wusstest du nicht, dass nach 8 Herzen dabei, wenn die Herzen, dass sie, wenn die ausgegraut sind, dass du dann die nicht kriegst? Das hast du schon mal gesagt, aber habe ich wieder vergessen. Das heißt, ich muss nur noch mit Linus und Jazz plus Elliot. Kobus, deinem Kind, Freundschaft machen, ja, easy. Dann ist ja tiefenentspannt. Erinnerung, die jetzt machst du nur voll, wenn du denen dann dieses Item gibst, damit du dann ja, ja wirklich dann die zur Freundin oder Freund machst. Ja, ist was dran. Habe ich hier nur noch 4 Leute, mit denen ich Plätzen bekommen kann? Lobster. Dann kann ich ja demnächst was anderes machen. Mach ich denn dann? Ich die Vision so gut wie voll habe alle. Es gäbe ja noch Thema Kohle farmen. Da haben wir die ganze Zeit zu wenig, was auch eine Überlegung ist. Vielleicht, ich gebe dir noch demnächst da unten bei diesem Ginger Island. Hier kann man die platzieren. Und da war was. Und wenn ich dann gucken, dass ich das selbst oder du kannst ja okay, wenn die hier wirklich hier mit Futter voll sind, dann kann man die nicht, kann man dann mit denen nicht mehr interagieren. Oh, ich wollte auch noch, das ist auch ganz wichtig. Mir wieder diese Pots craften. Ich finde schön, dass dieser einfache Trapper, dass er relativ wenige Materialien benötigt. Wo haben wir den? Ich war zu doof, um den zu finden. Hä? Bist du? Heißt denn, wenn ich mir den Wiki-Artikel lese, Klinikbesuch, Frühling 16. Oh, morgen regnet es.
Das hört sich irgendwie nicht gut an. Moment mal. Moment mal, nicht so mal. Sag nochmal. Klinikbesuch Frühling 60. 16. Klinikbesuch Frühling 16. Was will mir das Wiki damit sagen? Das ist nicht der Geburtstag, der Geburtstag steht da oben drüber. Sagen, dass die nächste Chance, den Hardcore-Fisch zu kriegen. Ich habe jetzt noch nicht den Buff, aber. Das scheiß Egg Festival. Aber es wird doch schon auch hier nach noch mindestens einmal regnen, da bin ich mir sehr sicher. Na, hast du schon Bock auf das Egg Festival? Ja, es ist an sich bei unserem Spielfortschritt, jetzt sind die Festivals nicht mehr ganz so nützlich. Was du theoretisch machen kannst, wenn du nach einer Aufgabe suchst, unten gucken, ob da irgendwo bei diesen, ob da bei diesen Pottern, ob da ein Lobster mit dabei ist. Das zweite, was du machen könntest, wäre zu gucken, wie eventuell man. Wobei für die Milch müsstest du ein Bucket machen, aber mit dem Milch und dem Lobster gibt es halt so ein Item da. Kriege ich dann Buffs auf Fishing. Damit will ich dann diesen Hardcore-Fisch dann einfacher fangen. Das wird mir schon sehr weiterhelfen. Unser Bug, dass er sich umdreht. Da, there you are. Jawohl, komm schon. Der Buff, der Bär. Der Buff, der wäre. Ich weiß nicht, wie viel das bringen wird, aber ich glaube schon, dass der ganz gut wäre. Besonders dann, wenn er sich schon so ein bisschen wegbewegt. Alter. Das ist jetzt so eine Sache. Das Ding ist jetzt hier nochmal extra zu grinden, um den Buff zu kriegen. Damit will ich ja zu viel Zeit verschwenden. Was ist eigentlich unsere Mission noch? Fällt mir mal gerade so überhaupt ein. Welches Hauptziel verfolgen wir? Also ich bin aktuell noch bei den Ginger Island. Hier noch die ganzen Sachen zu farmen, da diese Golden Coconuts. Das wäre auch noch, es fehlen ja auch noch Coconuts durch Fishing. Da gibt es auch eine Vulcano Island. Das ist auch nochmal ein komplett neuer Dungeon. Du brauchst eine Gießkanne. Da ist sogar ein Lobster. Einer ist da. Wird er schon reichen? Nein, jetzt hab ich die Scheiße aufgesammelt. Alter! Ich weiß jetzt nicht, wie man ein Bucket craftet. Du musst ein Bucket craften. Dann müsstest du eine Kuh melken. Und dem Lobster und der Milch kannst du dir eine Speise craften. Dann bei der Küche.
Wenn du mir die Speise gibst, kriege ich schon Buffs auf Fishing. Und kann dann den Fisch leichter fangen. Also es war auch wieder so knapp gewesen eben. Nein, du hast einen Georgia Cola geangelt. Ich hab mal nachgeguckt, da dieses Magic Bait, mit dem man da diesen Hardcore-Fisch dann einfach angeln kann. Das ist auch so richtig schwer, den zu craften. Ich glaube nicht, dass das ist, wie unser Plan aussieht. Brottest einen Eimer, richtig? Ja. Da bist du. Denn Ernst, weil er da unten war und meine Angel die ganze Zeit hoch und runter ging, hat sich der Balk nicht gefüllt. So, mehr Fisch. So, ich habe das Wiki auf Deutsch gestellt. Einmal. Komm schon. Yes! Nils, brauchst nicht mehr. Ja, es gibt auch keinen Eimer, den ich craften kann. Oder wie kriegt man den? Milk Pail. Gather milk from your animals. Da musst du den irgendwie kaufen. Aber wie gesagt, brauchst du jetzt sowieso nicht mehr. Aber... oh Gott. Boah, das ist geil. So, wie geht's jetzt weiter? Was kann ich jetzt machen? Das ist geil. Wobei, theoretisch können wir jetzt schon nochmal nachgucken, wie das da mit diesem Eimer, wie man den kriegt. Ich gucke da gleich auch nochmal nach. Weil damit könntest du ja auch schon mal die Routine, könntest du dann ja auch erledigen. Das Ding ist, ich weiß noch nicht, wo... wie, was, weißt du, ich bin gerade so leicht ohne Ziel, ist mein Problem. Er kann es mir zumindest den Lobster geben. Habe ich glaube schon weggeschmissen. Okay, kein Problem. Also ich mache mir so viel Sorgen um den Fisch jetzt, das habe ich ihn auch so gekriegt. Milk Pail. Das musst du einfach kaufen, dann erfahren. Da bei Mani, wo man sich auch die Tiere kaufen kann, unten. Da kann man sich die kaufen in die Shears. Auch kaufen, kosten bei jeweils 1000. Ja. Aber ne, sind wir mal ehrlich. Ja. Was ist unser Hauptziel jetzt? Weil
Ich verliere halt momentan absolut die Übersicht. Und für mich ist das halt jetzt einfach nur noch so, ja. Ich rede mit Leuten halt. Also das Hauptziel, das wäre bei Ginger Island definitiv. Das wäre da, dass wir da die ganzen Golden Coconuts kriegen. Da gibt es, es gibt im Spiel insgesamt 120 Stück von denen. Und wie viele haben wir? Boah, da habe ich Überblick verloren. Das Ding ist, man, das Ding ist ja, ich gebe die ja schon die ganze Zeit auch aus. Also ich würde mal schätzen, wir haben so um die 20 aktuell. Also wir können ja da morgen vielleicht zusammen hin. Zu Ginger Island, da kann ich dir nochmal den Dungeon zeigen. Da kriegt man die Golden Coconuts einfach nur durch Looten. Also indem man einfach da in den Dungeon halt, was weiß ich, da Monster lootet, da Steine auf Steine schlägt, etc. Da kriegt man die. Ja, die goldene Walnuss. Kosten, Kosten, Kosten. Ach du Scheiße. Ja, ich hör zu. Ja, ich bin gerade am gucken mit den Orten. Das ist halt nicht mal ansatzweise, wo du warst. Ja. Das Ding, ich habe mir auch aktuell eine Liste gemacht. Ich weiß nicht schon, wie gut die wirklich ist. Den ganzen Orten. Darum wäre es an sich die Idee, dass du da den Dungeon machst. Da kriegst du auch 17 Stück. Und dann gib mir mal morgen das große Schwert. Das. Ich weiß nicht, ob du dir das kaufen kannst oder ob ich dir eins kaufen muss. Kann ich mir das auch kaufen? Oder? Ja, oder ich weiß nicht, ob du wirklich, ob du eins in Besitz haben musst, damit du dir ein neues kaufen kannst. Das Galaxy-Sword. Also, ich. Also, es ist so, das erste Mal muss man das mit diesen Prismarine Shards mehr machen. Mhm. Aber wenn das Event abgeschlossen hat, dann kann man es sich ja kaufen. Ist zwar eigentlich recht teuer. Ich glaube, das waren irgendwie 50.000 oder so. Aber das Geld, das haben wir mehrfach dicke. Wir dienen ja aktuell auch einfach absurd viel Geld. Ich habe zwei neue Ancient Seeds. Anpflanzen. Hast du schon mal eine goldene Walnuss geknackt? Nein. Das steht noch aus. Jetzt kann ich auch die ganze Goldmilk. Wie viele hast du durch Fischen schon? Weißt du das? 3 von 5. Perfekt. Also wenn du eine hast, dann sag mir bitte kurz Bescheid. Dann kann ich nämlich meine Liste aktualisieren. Nicht, dass wir, nicht, dass du eins fängst durch Fischen. Ich weiß davon nichts. Und dann werde ich hier, was weiß ich, wie lange ihr noch verzweifelt versuchen zu fischen, bis ich mal eins selber krieg. Was bringen uns die Gunnwarnes am Ende eigentlich? Neue Gebiete freischalten. Also es ist so, dass man das halt die Insel, da sind halt immer einige Gebiete versperrt und man schaltet die immer frei, indem man halt da diesen, da sind so Papageien, da kann man die Golden Kokosnüsse geben.
Aber heute ist ja sowieso das Event. Pack-Event. Bis wir kommen erst morgen dazu. Quality Fertilizer. Ah, ah. Gut. Da gibt's dann noch sehr viel. Nachdem der wenn der Spieler einen Charakter des gleichen bla bla bla, geht der Spieler vor seinem Ehepartner ins Bett, steigen die Chancen von ihm, ihr gefragt zu werden, ob man ein Kind will. Aber man muss vorher ins Bett gehen. Ja. Das ist reines Gambling, was ist das denn? Oh scheiße, jetzt hab ich aus dem Maru Weizen geschenkt. Eine 5% Chance. Aber sind die 5% Chance, wenn man vorhin ins Bett steigt, oder kriegt man nur den Buff, wenn man... Hier steht nur, wenn der Spieler eine gute Beziehung zu seinem Partner führt, 10 Herzen, ein Kinderzimmer besitzt und mindestens 7 Tage verheiratet ist, besteht eine 5%, etwa 5% Chance, gefragt zu werden, ob man Kinder möchte. Also man muss verheiratet sein, Max Herzen und was nochmal? Aha. Okay. Ja, dann muss ich jetzt öfters mal vor Lea ins Bett gehen. Also anscheinend habe ich kein Glück mit 5%, ey. Was ist das denn? Aber bei mir war es ja auch schon ewig her. Man kann ja, ich glaube, 2 Kinder war Maximum. Ja. Aber beim Home Square ist ja das Event. Ich weiß nicht, wie lange das noch zählt. Wie viel Zeit wir noch haben. Dann gehen da jetzt gleich hin. Mich schon auf dem Weg. Ich habe noch ein bisschen Müll im Vent, aber darum kümmere ich mich. Hey, dieses grässliche Eck-Event. Hup, hup.
Was aber die Sorbets haben doch sehr viel Geld gegeben, hat doch, meint doch da der Freund, der Kumpel. Ich glaube schon, keine Ahnung. Boah, wie viel. Darf ich das? Natürlich darf ich das nicht. Mal 200, ich weiß nicht, wie groß meine Farm ist. Ja, die ganzen Bohnen müssen ja noch geerntet werden, aber da bin ich jetzt gerade nicht dazu gekommen. Wobei das Ernt war ja auch eigentlich deine Sache, weil du doch da den Buff kriegst auf Ernteerträge. Hingegen ich krieg ja die Buffs da, wenn ich doch die Milch verkaufe. Ja, so war das. Bereit? Ja, klar. Okay. Unfall, ich habe eine Nachteilsposition, ich starte viel weiter hinten als hier. Wieso kann ich hier keine Eier einsammeln? Du machst das, Nils. Ein Ding. Hier oben ist noch eins, falls du suchst. Ja, ich weiß, das habe ich gesehen. Bring sie ab. Tja. Also die ganzen Texte, die haben sich auch nicht geändert. Der Gewinner von diesem Jahr ist... Ja, wer wohl? Nils. Krass. Gold. 1000? Ja. Okay, das war jetzt ziemlich antiklimaktisch. Warum schläft meine Freundin mit... angeschaltet im Licht. Besonders wie schnell ist meine Freundin, da die schon im Bett liegt, wenn ich jetzt mal reingehen muss. Hast du eigentlich schon das schöne Porträt gesehen, was ich gezeichnet habe, was ich in deinem Haus aufgehangen habe? Aufgestellt. Oh Gott, nur 29 Heu. Ja, okay, da bin ich sehr pessimistisch, dass das noch reichen wird für diese Season. Warum kannst du dich schon kümmern, den ganzen Boden zu ernten? Yay. Oh Mann. Warum vergesse ich immer die Hälfte?
Und sobald der ganze Kohl fertig ist. Ich finde das Gemälde schön, was ich hier da hingehangen habe. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Egal, das war's noch mit dieser Folge. Nächstes Mal erkundet Nils. Ach, das ist da oben. Ach, ich seh's. Das ist schön. Aber warum kann ich jetzt von hier aus wegnehmen platzieren? Ey? Das ist eine berechtigte Frage. Ich kann es dir nicht erklären. Egal. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Ich sag ciao, Leute. Ciao.